Herr Pfarrer von der Feuerwehr Neunkirchenstadt, es kam zu einem schrecklichen Crash. Ein Kleinbus hat eine Hausmauer durchschlagen. Was hat sich denn da genau Donnerstagabend in Neunkirchen zugetragen? Also beim Eintreffen unserer Wehr haben wir eben festgestellt, dass die Person, die was gegen die Hausmauer gefahren ist, eben noch eingeklemmt war. Diese wurde dann mit einem Sperrengerät eben befreit. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde es dann dem Notarzt übergeben. Wie hat sich denn die Lage dort auch gestaltet? Auf einem Bild ist ja zu sehen, wie dieser Wagen da die Hausmauer vollständig durchschlagen hat und das Ganze hat ziemlich wild ausgesehen. Also grundsätzlich im Haus selber ja, hat sich eine Person befunden, ja, die war aber weiter hinterhalb, also im Raum selber, wo das Auto eben dagegen gefahren ist, war zum Glück niemand drinnen, es ist auch niemand verletzt worden im Haus selbst. Die Behörde noch verständigt, eben wegen Einsturzgefahr des Hauses, die haben sie dann eben das begutachtet. Verstehe. Wie war denn die Rettung des Lenkers? Wie hat sich diese gestaltet? Wir sind völlig rasch und unverzüglich und mit der Rettung ist das gemeinsam eben schnell abgelaufen. Der Mann wurde auch mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Ist schon klar, warum es zu diesem Unfall gekommen ist? Also momentan laufen die Ermittlungen noch, da kann ich leider keine Auskunft geben.